Bei jeder Recherche fallen Ergebnisse an, die es zu verwalten gilt. Diese Ergebnisse sind Informationen in Form von PDFs, Fotos oder Ähnlichem. Sie werden auch Informationsobjekte genannt. Das Verwalten beschäftigt sich daher im Wesentlichen mit der Aufbewahrung, der Organisation und dem Wiederauffinden dieser Objekte. Um dabei Zeit zu sparen, gibt es Ablagewerkzeuge wie E-Mail-Services, also zum Beispiel Gmail, oder Tools wie Evernote oder OneNote. Grundsätzlich gibt es zwei Strategien, die Ordner- und die Tagging-Strategie. Diese werden auch von den Werkzeugen wie Evernote oder OneNote unterstützt. Bei der Ordnerstrategie werden verschiedene Ordner erstellt, in denen die Informationsobjekte dann landen. Dabei wird jedem Informationsobjekt nur ein einziger Ordner zugewiesen. Ordner geben meist ein grobes Thema oder den groben Inhalt vor. Hier zum Beispiel haben wir einen Ordner für Fotos und einen für PDFs. Bei der Tagging-Strategie markiert man die Informationsobjekte mit Schlagwörtern. So kann jedem Objekt eine spezifische Inhaltsbeschreibung zugewiesen werden. Ein Nachteil bei der Tagging-Strategie ist, dass man durch die Vergabe von zu vielen Tags die Kontrolle oder Übersicht verlieren kann. Es kann auch passieren, dass mehrere unterschiedliche Tags erstellt werden, die im Endeffekt dasselbe Thema beschreiben. Trotzdem wird durch Tags das Wiederauffinden von Informationsobjekten wesentlich verbessert. Auch bei der Ordnerstrategie gibt es Nachteile. Zum Beispiel können zu viele Ordner erstellt werden oder die Entscheidung, in welchem Ordner welches Objekt landen soll, ist nicht klar. Trotzdem weist die Ordnerstrategie eine bessere Visualisierung auf. Ein weiterer Vorteil ist, dass Ordner auch mit anderen Personen teilbar sind. Es gibt zwar keine falsche Auswahl der Strategien, dennoch ist es empfehlenswert, beide zu kombinieren. Dabei verwendet man Ordner für die grobe Strukturierung und Tags für die genauere Beschreibung. Dadurch sollten für das Verwalten von Rechercheergebnissen Tools wie zum Beispiel Evernote oder OneNote genutzt werden. Sie unterstützen beide Strategien.